Ich liebe es ja. Jedes Jahr startet mit dieser Messe und jedes Jahr gibt es echt einfach das absurdeste Zeug. Der fährt das Auto mit einem PS5-Controller. Für das Ding würde ich mir auch zu Hause hinstellen. Ein Roboter für Hunde? Ja, natürlich mit AI. Okay, fangen wir an. Willkommen beim Steckerchecker. Es ist CES 2024, die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Und wie jedes Jahr zeigen die ganz Großen der Tech-Branche und unzählige Tech-Startups, was sie in den nächsten Monaten, Jahren, ja und vielleicht auch besser nie, auf den Markt bringen werden. Persönlich habe ich es leider nicht nach Las Vegas geschafft. Dafür fehlen uns noch ein paar Abos. Aber ich habe jede Menge Artikel gelesen und Berichte geschaut, um für euch in diesem Video die 5 großen Techniktrends der CES 2024 zusammenzustellen. AI ist überall. Ob in eurer Zahnbürste, um effektiver zu reinigen, ob in eurem Grill, um das perfekte Steak zuzubereiten, ja oder sogar in eurem Kühlschrank, um den Inhalt zu analysieren und dazu passende Rezepte vorzuschlagen, AI wird in 2024 in jedes Technik-Gadget integriert. Dank neuer, leistungsfähiger AI-Koprozessoren werden Fernseher, Laptops, Smartwatches, Smartphones bald AI-Aufgaben lokal ausführen können. Ihr braucht dann also nicht mehr das Internet. Und wem das noch nicht reicht, der kann bald AI lokal bei sich in der Wohnung als Ball durch die Gegend fahren lassen. Samsungs Borley AI-Roboter folgt euch wie ein Haustier durchs Haus und projiziert Fernsehen, Fitnessübung, euren Ofeninhalt oder Kalender auf Wände, Decken und Böden. Und er lernt sogar von euch. Er fährt also hinter euch her, analysiert, was ihr so zu Hause macht und dann will er euch ganz clever immer hier und da mit kleinen Einblendungen helfen. Ja, und praktischerweise kann er euer echtes Haustier auch noch gleich mitversorgen. Fernseher werden transparent. Nachdem 3D nun wirklich auch beim letzten Fernseher aus der Featureliste gestrichen wurde und 4K-Bilder so gut aussehen, dass nur wenige Kunden sich überhaupt für 8K interessieren, war beim Kampf um den Kunden in letzter Zeit vor allem Bildqualität und Kontrast das Marketingargument überhaupt. Es wurde von schwärzerem Schwarz und noch helleren Highlights in HDR gesprochen und dann gab es hier und da noch Gaming-Features mit variabler Bildwiederholfrequenz. Doch nun haben Hersteller wie Samsung und LG ein komplett neues Feature für sich entdeckt. Transparente TVs. Warum man diese braucht, scheint beiden Herstellern noch nicht so richtig klar zu sein. Aber hey, sieht ja total cool aus da mit meiner Vase in meiner Lieblingssendung. Naja, auf jeden Fall hat LG schon vor dem Marktstart aber erkannt, dass es nicht so richtig praktisch ist. Und von daher ist das Kernfeature ihres ersten transparenten TVs, dass man die Transparenz entfernen kann. Welchen Preis LG nachher für dieses schmucke Möbelstück verlangt, ist noch nicht bekannt. Aber anders als Samsungs transparente Micro-LED-Technik soll dieser Hightech-Aquariumssimulator noch dieses Jahr auf dem Markt erscheinen. Ganz was anderes ist das Ding auch echt nicht zu gebrauchen als ein Aquariumsbildschirmschoner. Das neue Jahr hat gerade angefangen und natürlich gibt's jede Menge gute Vorsätze. So starte ich auf unserem Instagram-Kanal Stecker-Checker gerade meine persönliche Fitness-Challenge und teste dabei auch für diesen Kanal verschiedenste Fitness-Tracker. Aber auch bei unserem Sponsor, dem ePartner-Webshop, gibt es gerade eine Aktionsseite zu guten Vorsätzen. Dort findet ihr Entsafter, Smartwatches, Kopfhörer oder vielleicht auch eine Waage. Schaut doch einfach mal vorbei, um eure Ziele zu erreichen. www.epartnerwebshop.de. Meta ist endlich da. Letztes Jahr haben wir viel drüber geredet. Der neue Smart Home Standard Meta. Der Start lief mehr als holprig und von daher war bei vielen Usern schon die Panik gekommen, ob der neue Standard nicht schon stirbt, bevor er sich überhaupt richtig durchsetzen kann. Doch die CES dieses Jahr zeigt wieder deutliche Meta-Lebenszeichen. An allen Ecken und Enden hatten die Smart-Home-Hersteller den neuen Standard integriert und Amazon zeigte erstmals, dass sie nun auch auf den neuen Meta-Casting-Standard setzen wollen, wenn sie Bild und Ton übertragen. Das Ganze soll dann eine Open-Source-Alternative zu Apples AirPlay und Google Chromecast werden. Ja, und hoffen wir, dass da der Start besser verläuft. Qi 2 macht kabelloses Laden sinnvoll.
Als Apple-Nutzer hat man mit MagSafe schon länger eine richtig gute kabellose Ladelösung. Die Magneten auf der Rückseite halten das Telefon in der richtigen Position, um einen guten Ladefluss zu gewährleisten. Mit dem normalen Standard Qi, den allerdings alle anderen kabellosen Ladegeräte benutzen, funktionierte das nicht so gut. Da rutschte das Telefon dann gerne mal runter. Ja, und Android-Nutzer kennen es nur zu gut, dass sie nachts aus Versehen auf dem Nachttisch gegens Handy gekommen sind. Ja, und am Morgen hat nichts geladen und der Akku ist leer. Nun wird sich das ändern, denn es kommt der Qi 2 Standard. Und überraschend hat Apple da all ihre Patente aus MagSafe mit eingebracht. Dementsprechend gibt es bei Qi 2 nun auch Magneten, die das Telefon in Position halten. Somit werden in Zukunft also auch Android-Nutzer in den Genuss einer stabilen Ladeverbindung kommen. Auf der CES 2024 gab es an allen Ecken und Enden von unzähligen Herstellern nun kabellose Ladegeräte mit Qi 2 Standard. Autos werden Entertainment Center. Irgendwie tun alle Autohersteller so, als wäre das Problem des autonomen Fahrens schon längst gelöst. Denn der Fokus lag dieses Jahr nur beim Entertainment Center. Gaming, AI-Sprachassistenten, Augmented Reality Overlays waren eher im Gespräch als Themen wie Geschwindigkeit, Reichweite und Fahrkomfort. Letzterer ist wahrscheinlich aber auch relativ egal, wenn man das Auto eh, wie auf der Sony-Pressekonferenz, mit einem PlayStation-Controller fernsteuert. Autos nutzen nun Unreal Engine 5 und ChatGPT und ob nun im Dach oder im Dashboard natürlich transparente Displays. Oh Mann. Man merkt, den Trend, den Tesla mit ihrem Fokus auf Entertainment und Gaming losgetreten haben, ist nun auch beim Rest der Branche angekommen. So wirkt es fast schon als direkte Referenz auf Tesla, als BMW in ihrer Pressekonferenz ausgerechnet das auf jedem Tesla installierte Racing-Game Beach Buggy Racing zeigten, um ihren Controller-Support zu demonstrieren. Neben diesen großen Trends gab es natürlich wieder jede Menge kuriose Gadgets auf der CES, gerade von den kleinen Startups. Aber wenn man hier fragt, wann denn das Ganze mal auf dem Markt verfügbar sein wird, wird man meist an eine hoffentlich bald startende Kickstarter-Kampagne verwiesen. Ob also Flappy, die Kamera- und AI-unterstützte Katzenklappe, die eurer Katze den Zutritt verwehrt, wenn sie eine Maus im Maul hat, oder Oro, der Roboter, der eurem Hund das Ballholen beibringen möchte, es wirklich jemals in euren Haushalt schaffen, steht in den Sternen. Fest steht aber, wenn wir hier irgendeins dieser verrückten Gadgets in unsere Finger kommen, werden wir es euch hier auf diesem Kanal zeigen. Damit ihr das nicht verpasst, drückt am besten jetzt auf Abonnieren, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bye, euer Steckerchecker.